So, wobei ich muss noch mal gerade gucken. Lagerbüro war dabei, ne? Ja, Lagerbüro, Hütte des Pelzjägers und der Turm. So, gucken wir mal. 4 Stunden Tageslicht übrig. Wobei eigentlich würde es eher Sinn machen. Ne, komm, wir machen das Lagerbüro auf dem Rückweg. Wir nehmen erst den Turm. Wir nehmen Turm, Hütte des Pelzjägers, Lagerbüro auf dem Rückweg. Macht Sinn. Das macht Sinn, das macht Sinn. Also neuer Rechner wird erstmal nicht gekauft. Es sei denn, der geht kaputt. Wobei, wenn der jetzt gerade kaputt geht, wird es auch erstmal keinen neuen Rechner geben. Denn der ist dann finanziell nicht verfügbar. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das von heute auf morgen passiert, war es das mit YouTube und mit Twitch. Dann erreicht man mich ausschließlich nur noch über Twitter und Facebook. Das sind die beiden Dinge, die ich auch übers Handy bedienen kann. Klaust du dann den Rechner von deiner Frau? Nee, die tritt mich. Die tritt mich. Der kam flach. Allerdings. Der kam wirklich flach, Christoph. Aber muss ihm wieder auch mal sein. Schnell zum Turm. Hast du keinen Backup-Rechner? Nein. Ich habe keinen Backup-Rechner. Und versichert ist mein Rechner auch nicht. Obwohl, man weiß es nicht, ne? Vielleicht würde ich ein paar weniger lange Videos machen. Mit dem Surface Pro kann man zumindest The Long Dark spielen. Aber ob man damit gleichzeitig auch aufnehmen kann, habe ich noch nicht probiert. Ne, es ist ein Surface Pro 3, Christoph. Also wie gesagt, The Long Dark damit spielen geht ohne Probleme. Gleichzeitig aufnehmen. Also rendern klappt damit auch. Das habe ich ja in Italien mit dem Surface gemacht. Das geht schon. Also ganz im Notfall würde ich da mit Sicherheit das eine oder andere aufnehmen können, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich habe noch alle meine Rechner angefangen mit dem C64. Nee. Meine Rechner habe ich in der Regel immer weiter vererbt. Den letzten hat meine Frau gekriegt, den vorletzten hat meine Mutter gekriegt. Und ganz ehrlich, wenn ich meinen ersten P2 mit... Was hatte der noch? Pentium 2? 400 MHz oder irgendwie sowas? Wenn ich den noch hätte, mit dem könnte ich halt auch kein The Long Dark spielen. Ne? Selbst wenn ich den als Backup-Rechner noch hätte. Aufnehmen dürfte wegen Speed der HDD schwer werden? Nee. Nee, das geht schon. Da ist ja eine SSD drin und eine Flashcard, ne? Also, das geht schon. P2 hatte ungefähr 200 MHz. Gab es aber verschiedene von. Wie der Christoph schon schreibt. War eine Speed Range. Eine Speed Range! Uh-huh.
Ja, ein SD, genau. Ja, meine ich doch. Ein Flash Drive, das wollte ich eigentlich sagen. Und da ist auf jeden Fall auch eine schnelle Karte drin, also. Das sollte von der Schreibgeschwindigkeit her auf jeden Fall reichen. So, ich werde jetzt keinen Kaffee mehr trinken, ne? Denn wir sind gleich oben am Turm und dann schlafen wir eh. Denn wir müssen im Turm ja auch wieder 3 Tage überwintern. Meine CPUs waren damals eh alle overclocked, schreibt der Andi. Damals ging das noch so gut. Eigentlich geht das heute sogar besser. Finde ich zumindest. Also wie gesagt, die CPU, die ich jetzt hier drin habe, das ist ja ein 6-Kerner mit 3,4 GHz pro Kern und den habe ich auf über 4 GHz schon übertaktet und das System lief einwandfrei, ohne Probleme. So, da sind wir wieder. It's gonna get a lot colder soon. Ja, ja, hier drin ist doch muckelig. Antibiotika brauchen wir nicht, Vermand brauchen wir nicht. Wasserreinigungstabletten nehme ich mal mit. Gewehrmunition. So, denn wir könnten uns hier in der Tat auch mal wieder neues Wasser machen. Ne? Buch. Na komm, Buch nehme ich zum Anzünden. Buch ist super. So, hier liegt kein zweites Kletterseil, möchte ich nur mal betont haben. Ne? Diesmal liegt hier kein zweites Kletterseil. So, komm, wir machen ein Feuer. Wie viel habe ich schon? 2x Zedernholz. Guck mal, das reicht doch, um ein bisschen Wasser zu machen. Machen wir mit Blandbeschleuniger. Und Zedernholz. So, das reicht mal wieder für 4,5 Liter. Oh, warte mal, wir haben 8 Tabletten haben wir. Ja, jetzt habe ich leider nichts mehr, um ins Feuer zu schmeißen. Okay, das reicht aber nochmal für, ich weiß nicht, 2 Liter. Vielleicht nochmal für 1/2 Liter. Blut. Perfekt, fast für 1/2 Liter. So, verwenden. Machen wir uns Wasser. Frisches, klares Wasser. Also ich glaube auch heute geht das viel, viel einfacher. Weil auch einfach in der Hardware viel mehr Sicherheitsmechanismen drin sind. Ne? Also du kriegst ja... Also eine CPU kriegst du eigentlich heute fast nicht mehr vernichtet. Weil sich alles von selber abschaltet und sowas. Kein Wasser dabei, das gereinigt werden müsste. Super. Durstig und Appetit. So. Dann essen wir doch jetzt nochmal normale Nahrungsmittel. Normale Lalala. So, wunderbar. Hier so ein Schokoriegel, passt auch noch. Wunderbar. Dann ein bisschen Wasser hinterher. 10,3 Liter, super. So. Und dann würde ich sagen, schlafen wir mal 10 Stunden. Ach, schön. Und schon ist es wieder hell. Wunderbar.
So, was sagt die Zeit? 0,5, also halben Tag haben wir hier jetzt schon verbracht. Das ist ja sensationell. Wir warten noch mal 10 Stunden. So, ich glaube aber, ich kündige jetzt schon mal an, ich werde die Challenge wahrscheinlich im Stream jetzt heute doch nicht beenden. Denn das wird noch relativ lange dauern. Ne? Wir haben die ganze Küstenstraße noch abzulaufen, auch wenn es da nur zwei Stationen gibt, aber danach noch zerbröckelnde Schnellstraße und dann Desolation Point noch. Das könnte mir in der Tat ein bisschen zu lang dauern dann. Aber dann machen wir die Challenge einfach im nächsten Stream weiter. Das ist ja auch nicht schlimm. So, wir warten noch mal 5 Stunden. Dann machen wir lieber jetzt gleich hier Schluss. Wir sind ja auch schon wieder lange dran, ne? So, 9 Stunden Dunkelheit übrig. Das sollte doch eigentlich passen. Im nächsten Stream wolltest du noch Ark spielen. Nein, ich habe gesagt, vielleicht spiele ich da Ark. Dann habe ich auch gesagt, das kommt immer ein bisschen auf die Tagesform an, die ich habe. Und das heißt auch nicht zwangsläufig, dass nächste Woche The Long Dark kommen wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird nächste Woche nicht The Long Dark kommen. Aber ob jetzt nächste Woche Ark kommt, kann ich halt auch nicht versprechen. Ne? Wie das immer so ist mit Versprechen. So, komm, Hundefutter weg. Ah, kommt wieder im Stream, wenn ich nicht da bin. Bist du denn nächste Woche nicht da? Ich verspreche mich auch öfters. Nächste Woche bin ich da. Ja, guck mal. Die Chancen stehen noch gut, dass wir nächste Woche im Stream Ark spielen. Hauptsache nächste Woche kommt Ark im Stream. Ich mache ein Ark-Hintergrundbild. Das verspreche ich auf jeden Fall. Wenn ich kein Ark spiele, mache ich ein Ark-Hintergrundbild. So. Einverstanden? Nein, wir gucken mal, ne? Also. Die letzten Male habe ich das in der Tat immer relativ spontan erst entschieden, was ich dann streame. Weil es einfach manchmal so ist. Hä? Was? Was ist wie? Ah, was machen wir denn jetzt hier? Ich müsste eigentlich mal ein bisschen Gewicht loswerden, ne? Komm, wir essen Hundefutter. Hundefutter ist schwer. Es ist zwar frisch, aber es ist schwer. So. Guck mal hier, diese offenen Dosen, da kann ich echt nicht im Inventar liegen sehen hier. So, noch ein bisschen Wasser trinken. So, komm, wir machen den Leuchtturm, den Aussichtsturm machen wir hier noch fertig und dann machen wir so langsam mal Schluss. Wir sind sogar schon etwas müde. Ich warte noch mal ein bisschen. Klaus, du hast keine Chance, nutze sie. Also. Der Andi schreibt, Klaus holt sich ein iPhone oder Android-Handy und spielt Pokémon Go. Ich denke nicht. Ich denke nicht, mein Freund der Sonne. Ein bisschen Limo. Und dann 9 Stunden schlafen. Huppala, so. Ausruhen. So, ich glaube, ich mach den Turm hier doch nicht ganz fertig, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich anfange, sehe, dass ich hier noch was bleiben muss.
Wobei es eigentlich auch blöd ist, ne? Ich könnte ja auch sehen, dass ich hier weg muss. Man weiß es nicht. So, komm, wir warten noch mal 7 Stunden. Bam bam bada bada bam. Badam bada bada bam. Bam bam bada bada bam. Außerdem ist das ein guter Zeitpunkt, gleich 22 Uhr. Dann ist es noch nicht zu spät, um The Long Dark zu gucken. Die neue Folge. Und vielleicht Subnautica, wer das vorm Stream nicht mehr gemacht hat. Das sind doch alles gute Gründe, um mit dem Stream gleich aufzuhören. 1000 Abonnenten, Special Pokémon Go? Nein. Never. Ach, was mache ich denn da? Ich wollte doch die Dose wegessen hier. Super. So. Weißt du zufällig, welchen Durchmesser der Lenkkopf an der unteren Gabelbrücke der Bandit hat? Sorry. nein. Ich wollte gerade scherzesweise sagen, wusste ich mal, habe ich aber vergessen, aber nein. Kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir aber so gar nicht sagen. Muss ich schon schlafen? Ja, komm. Ein bisschen. Nee, beim besten Willen nicht. So, Aussichtsturm. Aussichtsturm haben wir fertig. Wir haben auch gespeichert. Und das bedeutet in einer der nächsten Stream-Sessions, um das mal so auszudrücken, können wir... Sehr sinnvoll, Klaus. Hilft ja gar nicht. Können wir dann direkt losmarschieren. So. Zwischen 100 und 100 Zentimeter. Ja, das ist doch mal sehr präzise, würde ich sagen. Nee, tut mir leid, Wolf. Kann ich hier echt nicht sagen. Ich würde sagen, ich gehe mal eben runter messen. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht mal, wo ich da messen sollte, weil ich nicht weiß, wo der Lenkkopf der unteren Gabelbrücke sich an der Bandit befindet. Habe ich schon mehrmals erwähnt, dass ich das Ding nur fahre, ne? Und für den Rest Leute habe, die ich gegen Geld dazu auffordern kann, mir das Motorrad wieder herzurichten, zu reparieren oder Gegenstände auszutauschen. Tanken kriege ich auch noch hin. Und Luftdruck prüfen kriege ich auch noch hin. Und regulieren natürlich auch. Ah. So. Ja, ich würde sagen, 22 Uhr, super, super Zeitpunkt. 4 Stunden abzüglich der Pausen, also etwas mehr als 3,5 Stunden. Oder 3,5 Stunden knapp durch die technische Pause bedingt, die wir zwischendurch hatten. Ist doch schön. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss mal gucken, wie ich das mit der Aufnahme mache. Ob ich den Twitch-Stream quasi hochlade auf YouTube. Muss ich mal schauen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den zahlreichen Erscheinen von ihr. Wisst ihr Bescheid? Herr Arc, dann nächste Woche genauso lange? Vermutlich eher nicht. Also vermutlich eher nicht. Richtet euch mal von 18 bis 20 Uhr ein, plus einem bisschen Bonus. Aber ich denke mal, bis 10 werde ich das nächste Woche nicht machen. Das kommt aber immer ein bisschen drauf an, was gerade los ist und wie viel Lust da ist und wie viel toll und so. Ihr wisst schon, ne? Ja, gucken wir mal, ne? Grammatik ist nicht so deins. Ach, herrlich. Immer hat The Long Dark Vorrang. Ja, das war jetzt heute auch mal wieder eine Ausnahme. Ne? Ich hätte es hier nicht gedacht, dass die Challenge so lang geht. Ich habe wirklich ganz naiv gedacht, ach komm, bis 21 Uhr schaffst du das locker, zur Not machst du noch ein halbes Stündchen, dann ist das durch. Aber hat nicht funktioniert. Ja, okay, in diesem Sinne machen wir Schluss für heute. Vielen Dank nochmal an alle. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch allen einen schönen Restabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns ja dann oder lesen uns dann auf YouTube logischerweise weiter, wieder und so fort und hin und her. In dem Sinne, gute Nacht.
Tschö.